Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir starten direkt in diesem mega super geilen Hotel hier. Und wir machen dann direkt erstmal noch hier eine Reihe und da eine Reihe. Und sofort auch noch da eine Reihe und da eine Reihe. Dann können wir nämlich auch mit den Zäunen so machen. Und mit den Half-Slabs, mit dem Presseplate. So, perfekt. Dann haben wir hier auch schon eine schöne Frühstückslounge. Ich würde sagen, es ist kein Restaurant, sondern eine Frühstückslounge, weil jedes Hotel braucht sowas. Jedes Hotel braucht eine Frühstückslounge. So, dann haben wir die Reihe auf jeden Fall schon mal fertig. Hier auch. Und ich würde sagen, da ist noch nicht Schluss, sondern da mache ich noch weiter. Okay, nein, da habe ich anscheinend einen Fehler gemacht. Und der Fehler war, ist was? Ja, natürlich ist der Fehler das. Super, das ist ein zu weit nach da. So, dafür haben wir ja, unsere, hier, wie heißt es? Axt heißt es. Machen wir erstmal diese ganze Reihe hier weg und machen sie dann auf der anderen Seite neu. Ist ja alles gar kein Problem. Ich meine, wir sind ja hier, um zu bauen. Und das ist ja bauen und dann macht es doch auch Spaß. So, und jetzt hier wieder so und wieder so. Ey, eine Pressure Plate. So. Und wieder so und wieder so. Wo habe ich die jetzt hingebaut? Da natürlich, da wo sie nicht hin soll. Und wir brauchen dringend mal Diamanten. Das ist auf jeden Fall klar, da meine ich. Und zwar werde ich nicht auf Höhlentour gehen und Diamanten suchen, sondern ich werde mich einfach mal einen Minenschacht bauen. Minenschacht, ja. Und da werde ich dann runtergehen und da einfach mal alles ausheben, in Hoffnung, Diamanten zu finden. So, jetzt haben wir... So, es wird Nacht. Super. Und jetzt haben wir hier auch schon wieder schön Tische und Stühle, Sitzbänke und sowas eben, ne? So, ich würde sagen, hier könnten wir eine Küche machen oder machen wir da gar nichts? Ich würde sagen, da machen wir gar nichts. So, und warum steht da eine Fackel auf dem Boden? Das sieht scheiße aus, aber erstmal muss ich ja hier schlafen gehen. Und das tue ich auch erstmal. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. So. Dann hier und hier. So, und jetzt frage ich mich, was wir machen. Weiterbauen, aber ich weiß nicht, was wir genau weiterbauen. Ich weiß es. Wir könnten... Ich habe eine geile Idee. Aber eine richtig geile Idee. Da drunter machen wir einen Garten. Und hier machen wir dann noch was. So weiter... Dass dann hier noch ein anderer Raum ist, wo man dann da in den Garten gehen kann. Das ist auch eine coole Idee, finde ich. Mache ich doch mal direkt, oder? Warum sollte ich das denn nicht machen? Ich meine, ich habe ja genug Holz. Kann man doch alles machen. So. Da weg, da weg, da weg und da weg. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie genau ich jetzt den... Bleibt das so lang oder bleibt das nicht so lang? Ich glaube, ich mache hier... Das bleibt hier so, bis hier so ungefähr. Hier passt das ungefähr so, bis dahin wird das ungefähr sein, würde ich mal so... Oh, 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 wird das so sein? So, das war ja auch jetzt super gewollt hier. Passt doch, alles super, alles super, alles super. Bumm und bumm und bumm und bumm und bumm, so, perfekt. Jetzt müssen wir da nur noch einen Boden hinmachen. Dann ist alles super. Und Terraforming. Terraforming brauchen wir hier. Um den Garten etwas schöner zu machen. Oh, scheiße. Und ich kriege schon wieder die Meldung, dass meine Festplatte nicht genug Speicherplatz hat. Aber es ist nur meine primäre... Nein, meine sekundäre Festplatte. Meine primäre Festplatte hat genug Speicherplatz. So. Und dann können wir auch mal hier machen und gucken, ob wir genug Cobbles haben. Ja, wir haben einen einzigen so ein... Mist. Oder wir machen den Boden nicht aus Cobble, sondern aus Holz. Erstmal, oder ich glaube, wir machen den Boden aus Holz. Denn das ist hier einfach nur die Empfangshalle. Da kann man hier nämlich auch so einen schönen Springbrunnen reinmachen. Aber erstmal baue ich hier... Erstmal muss ich ja hier das hier bauen. Drei. Ach, man kann ja nur zwei hochbauen. Ich bin ja gar nicht im Creative-Modus, fällt mir gerade ein. Das ist die pure Realität. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Was haltet ihr, was findet ihr eigentlich am besten, was man so let's playt? Findet ihr das cool, wenn man
Rollenspiele spielt, wenn man Actionspiele spielt, wenn man so Ballerspiele spielt oder wenn man einfach sowas spielt wie Minecraft. So erstmal so. Oder so, wenn man sowas spielt wie Minecraft, so was eigentlich gar keinen Sinn hat, oder was findet ihr am besten? Ihr könnt es doch mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich mich mal so nach euch richten, so ein bisschen. Da kann ich nämlich auch mal, weiß ich jedenfalls, was meine Zuschauer so gerne gucken als Let's Plays. Und was ich dann vielleicht auch so Let's Playe mal. Ist doch eigentlich schön, wenn man so mit den Zuschauern kommunizieren kann, aber das Problem ist, bei mir kommuniziert nie einer mit mir. So, und hier Boden. Nein, nicht zwei Blöcke, ein Block reicht. So. Das machen wir auf jeden Fall alles nochmal richtig. Nicht nur so, dass hier so von außen aus so ein Loch da drin ist. So. Auf jeden Fall haben wir hier, brauchen wir hier, machen wir hier einen Holzboden. Und ich glaube, hier machen wir auch einen Springbrunnen rein und haben wir noch eine Schaufel mit. Ja, wir haben noch eine Schaufel mit. Sehr geil. Und damit höhlen wir doch schon. Und da höhlen wir doch schon mal den Boden aus. Das ist doch kein Problem, alles. So, und wir können ja über ernste Themen sprechen, obwohl ich nicht mal ein ernstes Thema habe. Und das ist jetzt scheiße. So, und jetzt machen wir direkt so, damit das Loch auch zu ist. So, und so. Können wir ja direkt schon mal so machen. Ich meine, was bringt es, wenn wir es nicht machen? Dann haben wir nämlich gar nichts. Und wenn wir es machen, dann haben wir was. Ein Holz wieder weg und perfekt. So, jetzt müssen wir noch den restlichen Boden hier. Und draußen gewittert schon wieder. Das ist ja super. Es ist übrigens, erstens ist das scheiße. Es ist erstmal richtig heiß. Richtig heiß draußen und alles so. Und am nächsten Tag ist es schon voll am Gewittern wieder. Das ist irgendwie komisch. Dieses Wetter ist genauso schwanger wie ich, hat genauso Stimmungsschwankungen wie ich. Und so. Boah, das habe ich natürlich jetzt super hingekriegt wieder. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schön Holzboden. Dann kann man nämlich hier schön durchgehen. Und wir brauchen. Oh, das sieht. Da könnte man, glaube ich, Glasdecke machen. Das wäre doch geil, aber wir haben keine richtigen Glasblöcke mehr. Kriegt man das eigentlich noch zu einem Glasblock? Nee, kriegt man nicht. Das ist jetzt schade, dass ich das alles für Dings gemacht habe. Aber hier mache ich mal ein Glasdach. Das ist doch mal eine geile Idee, finde ich. Ein Glasdach, da kann man nämlich hier und dann ho da hochgucken. Ach ja, das ist doch super. Wir haben ja irgendwo noch. Irgendwo müssen wir doch noch Sand. Ah, perfekt. Der Sand ist meine Rettung. So, und ein paar Slabs brauchen wir auch. Machen wir mal so. Slabs hatten wir doch noch, oder? Ach, ich bin so doof. Wieso habe ich denn noch Slabs gemacht? Ach nee. Wir brauchen gar keine Slabs. Was bin ich denn für ein Sack? Wir brauchen keine Slabs. Wir brauchen Trepp. Oder nein, wir brauchen. Dann mache ich es mit Slabs. Ist doch auch besser. Dann mache ich hier. So. So mache ich das dann. Dass ich dann hier mache ich nochmal Holz. So, da sieht es etwas schäbig aus, aber das wird auch geändert. Das wird auf jeden Fall ändern. So, dass man dann hier sowas hat noch. Dann ist das etwas besser. Oh Mann. Oh Mann. Und das ist aber blöd jetzt. Das ist jetzt extremst blöd. Aber wir haben ja noch Erde. Damit würde ich es machen, dass das etwas besser aussieht. Und zwar so. Nur eben jetzt hier noch dahin. Dann hat man es nämlich auch so. Oh Mann, das Wasser. Das ist blöd. Blöd. Ich hab jetzt vorgenommen, mich von diesen ganzen Fäkalsprüchen zu verabschieden. Das ist nämlich etwas scheiße dann. So, und so sieht das doch. Und es blitzt draußen und es donnert draußen. Wie in einem richtigen Gewitter. So sieht das doch relativ blöd aus. Egal. Passt schon. Irgendwie passt das schon immer. So, jetzt brauchen wir hier aber auch die Erde nicht. Die wollen wir nämlich hier auch nicht haben. Sondern wir wollen ja so einen richtigen Abstieg machen, dass man dann hier so in so einen schönen Garten hat, kommt. Und ich glaube, den Garten, den zäune ich auch ein. Das ist auch cool so. Okay, hier mache ich auf jeden Fall schon mal so. So, dann sieht das nämlich besser aus. So. Und hier auch zu und zu. Und Blumen auch. Blumen sind ganz wichtig für den Garten. Die macht man nämlich.
Die verschönern jeden Garten. Das ist tatsächlich so. So, jetzt ist das nur nicht ganz symmetrisch. Deswegen machen wir hier auch nochmal. So, und jetzt mache ich das so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist einer zu weit. Das ist gut so. Denn, nein, das ist nicht gut so. So, das wollen wir haben. So, und jetzt die Half-Slabs brauche ich. Die Half-Slabs. Um das dann folgendermaßen zu machen. Da habe ich jetzt aber super wieder Scheiße gebaut. Oh man, das funktioniert ja super, mich von den ganzen Fäkalsprüchen zu verabschieden. Das funktioniert echt super. Kann man nämlich hier reingehen und rausgehen. Das wird auf jeden Fall auch cool. So, obwohl, ne, hier mache ich das so weg. Dann sieht das nämlich etwas freier aus auch. Und hier auch wieder das gleiche. Perfekt. Perfekt. Und jetzt haben wir. Das mache ich nämlich hier so den Garten. Ist das symmetrisch? Ja, das ist symmetrisch. Und ich habe sogar noch eine coole Idee. Was ich so als Idee mache, das ist immer cool. Also kein Wunder, warum die Idee cool ist. So, die Erde mache ich erstmal weg. Und mache jetzt so. Und so. Ne, das ist falsch. Das ist falsch hier. Ja. Nämlich so sollte das sein. Perfekt. Und so sieht doch sneaky aus, oder? Kann man auch noch so machen. So, ich weiß nicht, sieht man. Alter. Das sieht blöd aus. Das mache ich nämlich deswegen nicht. So kann man es doch lassen, oder? Ja, so lasse ich es einfach. Fackeln kann man da ja auch draufstellen. Das ist ja auch cool. Stelle ich da meine Fackel drauf. Aber super, da komme ich ja jetzt super hoch. Mache ich mal so. So und stell dann jeweils da eine Fackel drauf. Da eine Fackel drauf. Aber dann passt das nicht mehr mit dem Dach. Das ist blöd. Deswegen mache ich das jetzt anders. Jetzt mache ich nämlich hier super. Jetzt mache ich nämlich das wieder weg. Jetzt gucke ich mal, wie weit das Glas gefällig ist. Das wäre nämlich auch eine Maßnahme, weil ich brauche ja auch das Dach noch. Ich weiß nicht, reicht das? Ja, es könnte sein, dass das reicht. Ich weiß es nicht. Nein, es reicht sowieso nicht, aber dafür ist ja noch was im Ofen. Aber auf jeden Fall kann man schon mal erkennen, dass es ein Glasdach werden soll. So, zwei Glas haben wir noch. Da natürlich nicht hin, sondern eher da. Ja, so soll es sein. Kann man nämlich hier in den Garten gehen und es wird wieder Nacht. Den Garten könnte ich einzäunen. Das wäre eine coole Idee. Den Garten zäune ich ein. Das mache ich dann so ab hier. So den Zaun. Und dann hier entlang. So. Nein, da nicht. Und ich gehe gleich auch nochmal schlafen. Sind die Monster eigentlich an? Nee, scheiße. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich wieder fleißig Adventure Maps gezockt habe. Daran liegt. So, und das. Ich baue erstmal. Bevor ich schlafen gehe, baue ich erstmal alle Zäune, die ich habe, weg. Dann müssen wir uns nämlich erstmal keine neuen machen. Okay, doch, wir müssen uns theoretisch schon neue machen. Wo ist der nächste? Okay, ich bin schon viel zu weit. Ne, das passt doch alles, oder? Dann mache ich den Garten mal so groß. Das ist doch kein Problem. So, und jetzt gehe ich mal schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Und da blitzt es schon wieder. Aber das Hotel stelle ich mir gerade mal gut vor, irgendwie. Komischerweise. So, und schlafen gehe ich jetzt mal hier. Aber hier haben wir ja noch gar. Doch, hier haben wir wohl ein Bett reingemacht. Glaube ich. Ja, haben wir. So, und dann schlafe ich nochmal. Und gleich ist der nächste Morgen auch schon da. Ja. Und jetzt hier wieder raus. Aber hier ist ein etwas krüppeligeres Zimmer. Deswegen. Ja, deswegen gehen wir mal wieder hoch. Nein, da. Wir wollten ja gar nicht hoch. Wir wollten ja was machen, ne? Und zwar ganz viele Stickies. Stickies haben wir noch, aber nicht viele. Dann mache ich mal so viele Stickies, um dann damit Folgendes zu machen, und zwar Zäune. Bam, 20 Zäune reicht nicht. Bam, 36 Zäune reicht, 26 Zäune reicht auch nicht. So, 28 Zäune. Kommen wir zwar nicht weit, aber ich mache es trotzdem mal. Der Garten wird eingezäunt, auch schön mit Sitzen. Auch schön mit Bänken und so und auch, glaube ich, ein schönes Tor. Ach, ich stelle mir das einfach nur wieder geil vor. So, und jetzt Erde brauchen wir. Die Erde. So, wieder wenig Speicherplatz. Muss ich einmal kurz wegmachen. So, danke. Und jetzt. So, super. So. Da, so. So, so. So.
So. Und so, so, jetzt mache ich nämlich. Da Mann, tut mir leid, einmal kurz, ich muss es einmal ändern. Blim, und wieder zurück. So. Jetzt habe ich das nämlich. So, auf welcher Höhe muss das sein? Das muss ungefähr auf dieser sein. Sind die überhaupt? Ja, passt schon, passt schon. So, hier muss das sein und dann weiß ich auf jeden Fall auch schon mal, wie weit ich die Zäune setzen muss. Ich glaube, das reicht das? Hoffentlich reicht das. Nein, das reicht nicht. Da fehlen noch zu viele Zäune. So, den ganzen Boden müssen wir hier sowieso bald ausheben, von daher. So, Zäune. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier fast. So, hier mache ich erstmal direkt. Oh, mit einer Fackel, nicht mehr mit der Schaufel. Den ganzen Boden raus, dass wir das alles in einer Ebene haben. Das ist doch cooler so, finde ich. Dann, oder soll das ein Garten werden oder so ein kleiner Erholungspark so? Ach, das ist egal. Ich mach's auf einmal. Ich mach auf jeden Fall so, wie ich's mir vorgestellt habe. Und dann wird man ja sehen, ob es cool ist. Sonst kann man es ja immer noch mal ändern. Das ist ja alles kein Problem. So, und ich baue das hier gerade alles ab. So, und da. Wie viel Zäune? 1, 2, 3, 4 Zäune. 4 Zäune. Mehr nicht. Mal gucken. 1, 2, 3, 4. 4 Zäune. Tatsächlich. Uns fehlen noch 4 Zäune. Cool, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist, finde ich, cool. Dass uns nur noch 4 Zäune fehlen, weil normalerweise fehlt uns, wenn uns was fehlt, fehlt uns ja immer so übertrieben viel. Und das ist dann extrem scheiße, weil wir uns dann wieder übertrieben viel machen müssen. Und am Ende reicht es dann wieder nicht. So, aber hier haben wir schön alles in einer Ebene. So, hier sieht es auf jeden Fall, müssen wir auch nochmal. Wir gucken, wie weit das Glas ist. Auf jeden Fall haben wir viel Erde gekriegt. Das ist. So, 27 Glas. Hoffentlich reicht, hat das 64er Stack Glas gereicht. Das weil wir haben nur noch 10 Glas, was da brennt. Und ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Ich glaube, das reicht. Das kriegen wir hin. 4, 1, 2, 3. Ja, das kriegen wir hin. So, hoffentlich kriegen wir das jetzt sogar schon hin. Nein, 2 Glas reicht nicht. Aber dann haben wir hier so ein schönes Glasdach. Und dann ist da so ein Durchgang und ein Zweiglas fehlt uns noch und wir brauchen noch Zäune. Und zwar brauchen wir Feuerstickies. So. Das reicht. So, 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 so. Das. Das, das. So, und schon können wir uns nicht mehr Stickies machen. Also schon können wir uns nicht mehr Zäune machen. Genau 4 Zäune haben wir hingekriegt. So, und das machen wir, bauen wir die dahin. Und dann sind wir happy. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier einen schönen Garten. Und hier baue ich, glaube ich, noch ein Tor hin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt hier schon mal eine Sitzbank hin. So, das muss aber auch symmetrisch sein. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ist das so symmetrisch? Ja, so ist das symmetrisch. Dann machen wir hier nochmal eine Zweier-, Dreier-, nochmal eine Dreierbank hin. 1, 2, 3. So, und. So, ich beende mal kurz die Aufnahme. Ja, und wir sehen uns dann später. Bis gleich.